Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute tippen wir die Copa America 2021, die am 11. Juni offiziell beginnt. Ich schaue mir so die Spiele an. Ich würde, glaube, kein Spiel gucken. Also das erste Spiel hier 1 Uhr, 4 Uhr, 1 Uhr, 3 Uhr. Das ist ein bisschen sehr, sehr spät für europäische Zeit. Ich weiß nicht, wie spät in Südamerika das dort ist. Ich hätte es mir gern angeguckt, aber leider sind die Zeiten sehr unattraktiv. Wie ihr mitbekommen habt, heute tippen wir die Copa America, die auf zwei Gruppen aufgeteilt sind. Eine Gruppe Nord für den kolumbischen Bereich und die Gruppe Süd. Das Finale ist in Kolumbien, in Barranquilla. Mal schauen, schafft es Brasilien, schafft es Argentinien? Ich habe meine Umfrage gestartet, die blende ich hier ein. Ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Ich gehe davon mal aus, ihr habt entweder Argentinien oder Brasilien nach oben gewotet. Aber werden wir mal sehen, was meine Meinung ist. Fangen wir an mit der ersten Gruppe. Eine kleine Information, vorher waren zwei Gastländer, also sind immer zwei Gastländer eingeladen worden. Letztes Jahr waren es Katar und Japan. Dieses Jahr waren es eigentlich Australien und Katar, aber die haben abgesagt. Jetzt ist es ein reines südamerikanischer Wettbewerb. Und fangen wir einfach mal an mit der ersten Gruppe. Da tippen wir die Spiele einfach mal durch. Ich versuche jetzt wenig auf diese Spiele einzugehen, weil ich kenne mich mit dem südamerikanischen Bereich nicht so gut aus. Fangen wir erstes Spiel an. Brasilien gegen Venezuela. Da tippe ich einen klaren Sieg für Brasilien, Neymar und Co. 3:0. Das nächste Spiel, Kolumbien gegen Ecuador. Oh, hier tippe ich 2:2. Ich erinnere mich noch, letztes Quali-Spiel hat Ecuador 6:0 oder 6:1 gegen Kolumbien gewonnen. War ich schon heftig. Ja, ich denke nicht, dass es nochmal passiert, aber ich glaube, es wird ein 2:2. Und in der Gruppe haben viele Länder die Flagge, sehe ich auch bei Kolumbien gegen Venezuela und Ecuador und so weiter. Ja, Kolumbien gegen Venezuela ist das nächste Spiel. Da tippe ich ein 2:0 für Kolumbien. Peru gegen Brasilien war das letzte Finale in der Copa America 2019. Da tippe ich ein 0:2 für Brasilien. Kolumbien gegen Peru tippe ich ein 2:1 für Kolumbien. Ecuador gegen Venezuela, da holen beide einen Punkt, 1:1. Ecuador und Peru, wird ein interessantes Spiel, habe ich schwierig getippt, aber ich glaube hier, dass es Ecuador machen wird mit 1:0. Kolumbien gegen Brasilien ist ein interessantes Spiel, ich hätte es mir gerne angeguckt, wenn es nicht 3 Uhr morgens gespielt wird. Ja, mein Tipp ist 1:2 für Brasilien. Dann Ecuador gegen Brasilien. Das gewinnt Brasilien ganz klar. Ich sehe schon in den Kommentaren, Leute sich beschweren, warum gewinnt Brasilien immer so hoch? Keine Ahnung. Brasilien gewinnt 0:3. Venezuela gegen Peru. Hier ist mein Tipp 1:2. Jetzt gucken wir uns die Gruppen an. Gruppe Nord, also Gruppe 1. Erster, fangen wir mit dem letzten Platz an. Fünfter ist Venezuela. Vierter, also Platz 1, 2, 3 und 4 kommen weiter ins Viertelfinale, Leute. Ins Viertelfinale. Ich habe mich ja super informiert. Alle vier Mannschaften kommen dann weiter, nur der letzte nicht. Eigentlich waren es 6 Teams. Wie gesagt, Australien und Katar haben abgesagt. Ja, vierter ist Peru. Dritter ist Ecuador. Zweiter ist Kolumbien. Und erster ist Brasilien, die nur ein Gegentor bekommen haben. Dann gehen wir mal in die nächste Gruppe, Copa America, Gruppe Nord-Süd. Ich verwechsel gerade, glaube ich, was. Ich glaube, das ist Süd. Das ist Süd wegen Argentinien, ist Gastgeber. Erstes Spiel ist teilweise attraktive Zeit, 23 Uhr. Argentinien gegen Chile. Mein Tipp ist hier 2:1 für Argentinien. Paraguay gegen Bolivien. Ich denke, Bolivien wird hier ein bisschen durchgereicht. Ich glaube hier, Bolivien verliert 3:1 gegen Paraguay. Chile gegen Bolivien. Hier auch mein Tipp 2:0. Argentinien gegen Uruguay. Beide sehr starke Mannschaft bei diesen Wettbewerben. Beide, Uruguay ist, glaube ich, Rekordmeister, Rekordsieger. Und Argentinien Zweiter. Der zweite Rekordsieger mit, glaube ich, 14 südamerikanischen Titeln. Ja, hier tippe ich 2:1 für Uruguay. Uruguay gegen Chile, das ist ein Spiel, das man sehen kann.
wenn man DAZN hat, ich glaube, das kommt auf DAZN, das startet 22 Uhr. So, mein Tipp für Uruguay-Chile ist 1 zu 0. Dann 1 Uhr am 21.06.2021 ist Argentinien gegen Paraguay. Hier ist mein Tipp 2 zu 0 für Argentinien. Dann Bolivien gegen Uruguay. Hier wird Bolivien durchgereicht. Ich sehe schon in den Kommentaren, dass ich wieder zu hoch tippe. Hier tippe ich 0 zu 4 für Uruguay. Chile gegen Paraguay. Hier tippe ich ein langweiliges 1 zu 1. 0 zu 0 hatten wir bis jetzt hier noch nicht. Werden wir auch nicht haben. Argentinien gegen Bolivien. 2 zu 0 für Argentinien und Uruguay gegen Paraguay. 1 zu 0 Uruguay. Dann gucken wir uns mal die Gruppen an. Fünfter ist und raus ist mit 0 Punkten, nur ein Tor, 11 Gegentore. Bolivien, vierter Platz ist Paraguay, dritter Platz ist Chile, zweiter Uruguay und erster Argentinien. So, dann gehen wir mal weiter, gehen wir mal ins Viertelfinale und das erste Spiel ist Kolumbien gegen Chile. Hier ist mein Tipp, 2 zu 1 für Kolumbien und Kolumbien kommt ins Halbfinale. Brasilien gegen Paraguay, hier ist mein Tipp 3 zu 1 für Brasilien. Uruguay gegen Ecuador, hier habe ich ein kleines Wunder. Ich wollte nicht so langweilig tippen, sondern ein bisschen interessant. Hier tippe ich, dass Ecuador 0 zu 1 gewinnt. Dann das letzte Spiel, Argentinien gegen Peru, hier auch ein 1 zu 0 für Argentinien. Messi, Di Maria und Co. Dann jetzt Halbfinale. Interessantes Duell, Ecuador gegen Kolumbien. Hier ist mein Tipp 3 zu 1 für Kolumbien. Also hiermit ist Kolumbien auch im Finale der Copa America. Dann weiter Argentinien gegen Brasilien. Hier habe ich gesagt, es wird spannend, es wird interessant. 1 zu 0 für Argentinien und Argentinien kommt ins Finale. Dann das Spiel um Platz 3. Es gibt noch ein Spiel um Platz 3. Das ist Ecuador gegen Brasilien. Hier mache ich es kurz. Hier gewinnt Brasilien 3 zu 1 gegen Ecuador. Dann das Finale. Das Finale in Kolumbien in Barranquilla. Argentinien gegen Kolumbien. Gegen Kolumbien. Wer gewinnt die Copa America 2021? Hier ist mein Tipp. Das ist lustig, interessant. Das ist ein Duell zwischen zwei Gastgebern. Gab es schon mal sowas? Keine Ahnung. Hier ist mein Tipp. Argentinien gewinnt mit 1 zu 0. Messi gewinnt endlich mal. Messi gewinnt endlich mal ein Titel mit Argentinien. Ja, was ist eure Meinung? Wie hättet ihr getippt? Schreibt mal eure Meinung gerne in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal und ciao.